Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man bei einem Rexroller oder anderem China-Roller, der so genauso aufgebaut ist, den Scheinwerfer ausbaut und die Birne wechselt. Dafür müssen wir drei Schrauben lösen. Die erste Schraube befindet sich hier unten. Die beiden anderen Schrauben finden wir jeweils hier und dort. Da könnt ihr das Bordwerkzeug dafür nehmen, wenn es noch da ist. Oder ihr nehmt euch einen halbwegs vernünftigen Schraubenzieher. Hier vorne wird es etwas schwieriger. Da gibt es einen kleinen Trick. Da nehme ich mir einen Lappen und lege ihn hier rein, denn wenn diese Schraube, die ich hier rausschraube, erstmal hier unten reinfällt, müssen wir die gesamte Verkleidung abbauen. So, jetzt kann ich die Verkleidung hier vorne abnehmen. Und das ist der Scheinwerfer von innen. Und hier diesen Stecker hier, den mache ich auf. Und dann habe ich das Scheinwerfergehäuse so. Nachdem ich das ausgebaut habe, kann ich hier die Schutzkappe abziehen und durch leichtes Drehen komme ich die Lampe heraus. Wie wir hier schon sehen, ist sie auf der einen Seite schwarz, die Lampe ist hier durchgebrannt. Die Lampe ist auch einfach zu wechseln. Ich drücke nur drauf und ziehe sie etwas heraus. Dann mache ich eine neue Lampe rein, stecke das wieder zusammen und baue es wieder zusammen. Hier ist auch mal der Scheinwerfer. Unten unter dem Scheinwerfer ist eine Schraube, wo der Scheinwerfer innen dem festgehalten wird. Die kann ich dann zum Beispiel losschrauben, wenn ich das ausbauen möchte. Ich kann aber auch die Leuchtweite des Scheinwerfers noch ein bisschen regulieren, indem ich den Scheinwerfer ein bisschen hineindrücke oder ein bisschen hinausziehe. Wenn der Scheinwerfer wieder zusammengebaut werden soll, sollte man darauf achten, dass durch dieses Loch das Gewinde hinten zu sehen ist. Dann hilft das nämlich ein bisschen. Stecke ich jetzt die Schraube wieder rein und dann kann ich das nämlich wunderbar einschrauben. Wenn ich das nämlich nicht mache und wenn die Schraube zum Beispiel hier runterfällt, muss ich die gesamte Verkleidung abbauen. Ansonsten kann ich jetzt das Tuch auch wegnehmen und ich bin dann mit den beiden Schrauben vorne dann auch fertig.